Hallo zusammen! Ihr seid in einem neuen Video mit magischen Tresoren. Habt ihr bereits entschieden, wer als Erster öffnen wird? Will Annie? Komm! Ich bin so gespannt! Wow, sind da Nudeln drin? Ich werde sie sofort probieren. Ich nehme mir mehr mit den Stäbchen. Wow, wie lecker! Mädchen, das ist unglaublich. Ich bin bereit, die ganzen Nudeln alleine aufzuessen. Lecker! Wieso seid ihr so langsam? Öffnet schneller den nächsten Safe! Oh ja, mal sehen, was ich bekommen werde. Was? Ist das eine scharfe Tabasco-Soße? Warum habe ich keinen Leckerbissen bekommen? Oh nein, wie scharf! Bei mir brennt alles im Mund! Oh, danke, du hast mir geholfen. Jetzt ist Chris an der Reihe. Hurra, was habe ich bekommen? Wow, ist das eine Schneekugel? Interessant. Was kann sie? Was? Oh nein, alles ist eingefroren. Ich werde sie nicht mehr anfassen. Oh, ist diese Kugel für mich? Sie ist so hübsch. Was ist los? Nein, sie wird zu Eis und ich habe sie zerschlagen. Warum ist es so kalt geworden? Nein, das kann nicht sein. Sind die Mädchen eingefroren? Wir müssen das irgendwie lösen. Ich werde mehr vom scharfen Tabasco trinken. Dann werde ich sicher meine Freundinnen schmelzen lassen. Oh, wie scharf. Alles brennt. Gleich lassen wir Chris schmelzen. Und jetzt Annie. Und jetzt helft mir. Wie süß ist das, Emma? Ich würde dir sofort helfen. Meine Haare sind komplett nass. Ich muss das Wasser ausdrücken und wir werden dein Feuer sofort löschen. Ja, es hat geholfen. Danke, Mädels. Was würde ich ohne euch tun? Jetzt bin ich an der Reihe, den Safe zu öffnen. Ich möchte wirklich wissen, was bei mir drin ist. Was ist das? Zwiebeln. Was für ein Mist. Das ist ekelhaft. Zwiebeln gefallen mir überhaupt nicht. Und sie schmecken auch noch schrecklich. Ich möchte weinen. Oh nein. Mir geht es irgendwie nicht gut. Es tut mir leid, Mädchen, aber die Zwiebel möchte euch Hallo sagen. Wir werden dieses Problem gleich lösen. Perfekt. Und jetzt öffne ich den Safe. Was habe ich da? Wow, das ist eine Torte. Wie schön und appetitlich sie ist. Lecker. Ich schneide mir ein großes Stück ab. Ich würde es so gerne gleich probieren. Wie lecker. So toll. Naja, sie wird es sicher nicht mit uns teilen. Lass mich den Safe öffnen. Wow, ich habe eine seltsame Flasche bekommen. Was ist drin? Es sieht aus wie ein schönes goldenes Pulver. Wow, oh, da schwimmt etwas in dem Auge. Was? Was ist mit dir los, Chris? Das ist schläfriges Pulver. Alles klar, Chris ist eingeschlafen. Wach auf, komm schon. Sie schläft wie ein Bär. Aber ich habe gerade eine tolle Idee. Ich werde sie mit meinem stinkenden Geruch auch wecken. Was? Wo bin ich? Du musst dich nicht bei mir bedanken. Es war Schlafwohlpulver. Lass uns Annie schläfrig machen. Sie wird die Rose definitiv annehmen und sie riechen wollen. Annie, das ist für dich. Wirklich? Wie süß ist das? Danke, Mädels. Sie riecht gut. Oh, irgendwie will ich schlafen. Fertig. Steh auf und wir nehmen die Torte. Ups, aber Hauptsache, die Torte ist bei uns. Mädchen, macht es euch etwas aus, wenn ich als Erste aufmache? Hurra! Ich kann es kaum erwarten, zu wissen, was ich habe. Wow, das ist etwas Seltsames. Es sieht aus wie ein Kochtopf. Na gut, wir werden es später herausfinden. Was hat Emma? Wir werden es gleich wissen. Wow, ich habe ein riesiges Kinderei. Wie cool. Es sieht toll aus und der Geschmack ist unglaublich. Nein, ich möchte es nicht mit euch teilen. Und es gibt sogar ein Spielzeug drin. Wie cool. Was? Ein Teddybär. Annie, nimm's dir. Ich mag Schokolade mehr als Plüschtiere. Der Teddybär kann hier sitzen. Oh, ich habe jetzt einen Gummibär. Wow, unglaublich lecker. Mädels, ich habe einen Topf, der Fruchtgummi essen macht. Wie cool. Ich denke, jetzt können wir Chris Safe öffnen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Was? Schimmelkäse. Er riecht so schrecklich. Wie soll ich ihn essen? Er schmeckt überhaupt nicht. Oh, ekelhaft. Annie, kannst du mir bitte deinen Topf leihen? Oh, danke. Du bist die Beste. Jetzt legen wir den Käse in den Topf. Und ein Stück Torte kommt heraus. Cool. Ich mag es so sehr. Schau mal, wie sie beim Essen aussieht. Hey, filmt mich bitte nicht. Das wird sicher 1 Million Likes sammeln. Hey, Nerd, wo hast du mein Handy hingelegt?
Oh nein, ist mein Handy zur Schokolade geworden? Da war ein legendäres Video für mehrere Millionen Views drauf. Aber es ist köstlich. Lecker. Wer will zuerst öffnen? Hey, Chris, schau nicht hin. Öffne lieber deinen Safe. Na gut, was habe ich hier? Ew, sind das Zitronen? Was für ein Mist. Ich will diese saure Ding nicht essen. Das macht mich total nervös. Oh nein. Ist es lustig für euch, meine Grimassen anzuschauen? Schauen wir uns lieber an, was Emma im Safe hat. Kein Problem, schauen wir mal. Wow, ich habe einen tollen Milchshake. Sieht schick aus. Wieso steht ihr hier herum? Geht weg. Dieser Cocktail wird für uns drei nicht ausreichen. Wie lecker. Alles klar, ich werde gleich meinen Safe öffnen. Was könnte drin sein? Das ist eine alte Uhr. Hey, was ist passiert? Okay. Es ist seltsam, dass die Mädchen sich nicht bewegen. Hallo? Ah, oh, und wenn sie sich nicht bewegen, dann ist es meine Chance, Emmas köstlichen Cocktail zu probieren. Wie lecker. Chris, warum isst du nicht deine Zitronen? Legen wir dir eine in den Mund. Und Emma, wir machen dir ein tolles Make-up. Das Clown-Make-up passt dir bestimmt. Haha, klasse. Und jetzt kann es losgehen. Tada! Emma, hast du dein Gesicht gesehen? Es ist so lustig. Was? Wer hat's mir angetan? Hey, Annie, das warst bestimmt du. Ich bin beleidigt. Und hier kommt der Preis. Ein Schokoladenbrunnen. Und hier kommen die speziellen Marker. Bloß nicht die Hände benutzen. Ihr dürft die Marker nicht berühren. Seid ihr bereit? Die Zeit läuft. Man muss die Marker irgendwie mit den Zähnen greifen. Oh, keine leichte Aufgabe. Oh ja, es hat funktioniert. Wow. Was? Sie haben fast alles fertig gemalt? Ich muss mich beeilen. Uff, ich habe die beste Zeichnung von allen. Genau so. Nice. Wie schwer ist das? Aber ich bemühe mich so sehr. So, wir werden es ganz vorsichtig malen. Nein, es klappt immer noch nicht wirklich. Ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, so zu zeichnen. Und es geht los. Oh nein, ich werde gleich fallen. So was passiert. Es ist nicht lustig. Gleich zeige ich es euch. Und ich habe mir etwas ausgedacht. Ich nehme eine Feder und werde ihre Nase kitzeln, bis sie niest. Meine Zeichnung, das ist nicht lustig. Nimm es weg. Was für ein Mist. Was? Saba? Sie hat auch noch mein Meisterwerk verschmutzt. Gleich werde ich dir auch das Bild verderben. So. Wir schauen auf die Uhr. Die Zeit ist vorbei. Schau dir meine Zeichnung an. Was für ein Horror. Und diese ist noch schlimmer. Und das ist nicht schlecht. Come on! Hol dir deinen Preis. Ein echter Schokoladenbrunnen. Was für ein Leckerbissen. Und wir wollen das auch ausprobieren. Und mal sehen. Oh, wie lecker. Unglaublich. Hey. Oh, was für ein hübscher kleiner Hund. Ih, das ist doch Mist. Fangt an, die Zeit läuft. Das ist doch einfach. Das kann ich gut. Und wir fangen an. Ich habe eine Idee. Riech hier an meinem Fuß. Ja, ein starker Geruch. Und dieses Mal werde ich mit den Zehen malen. Und es geht los. Und ich werde mit meinen Ellbogen malen.
Come on! Oh? Oh nein! Mein Marker ist weggeflogen. Ich muss dringend einen neuen nehmen. Oh nein! Es ist schwer. Und Monika hat schon alles gemalt. Die Zeit ist vorbei. Gebt eure Meisterwerke ab. Naja, es geht so. Wow, und das ist eine gute Arbeit. Wo bin ich? Oh, Zeichnung. Genau. Und, wie sieht sie aus? Furchtbar. Nimm den Mist weg. Oh nein. Warum muss ich es bekommen? Wie abscheulich ist das? Wir müssen es probieren. Wartet, das ist lecker. Das ist Schokolade. Ich werde alles aufessen. Das schmeckt super. Willst du es auch probieren? Und du? Okay, umso mehr werde ich bekommen. Und jetzt wartet eine neue Aufgabe auf euch. Zeichnet einen Fisch. Und ihr werdet ihn mit Soßen zeichnen. Und viel Glück. Es geht los. Zeit läuft. Ich werde zuerst die Käsesoße aufmachen. Gut geeignet für Gelb. Und jetzt Rot, Grün, Weiß und ich kann beginnen. Oh, es tut mir so leid. Es war keine Absicht. Es ist Zeit zu beginnen. Ich nehme Ketchup. Was für eine schöne Farbe. Und was für eine Konsistenz. Genau richtig für mein Bild. Die Wasabi-Soße ist perfekt für meinen Fisch. Oh nein, es gibt etwas zu wenig Farbe für meine Zeichnung. Wir müssen eine andere Farbe nehmen. Ja, Rot passt auf. Und diese Farbe auch noch. Und noch etwas von dieser. Wow, so hübsch. Ein wunderbarer Fisch kommt rein. Bei mir klappt gar nichts. Oh, ich weiß, was ich tun soll. Um den Prozess zu beschleunigen, benutze ich alle 5 Finger. Ich bin einfach ein genialer Künstler. Oh, was riecht da so gut? Ich werde ein bisschen davon probieren. Ein bisschen und noch ein bisschen. Es ist zu lecker. Oh ja. Das schmeckt unglaublich. Oh nein, oh nein. Meine Zeichnung ist jetzt verdorben. Die Zeit ist vorbei. Leg die Zeichnungen vor. Sehr gut. Das ist ja schlimm. Und warum hast du nichts gemalt? Hol dir den faulen Fisch. Oh, wie schlecht es riecht. Es ist einfach abscheulich. Na gut, ich habe eine Idee. Wir werden es anbraten. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Es tut mir leid. Beginnen wir mit dem Aufwärmen. Und man kann es jetzt essen. Eine echte Delikatesse. Es schmeckt unglaublich gut. Seht ihr diese Süße? Es ist Zeit, ein Kätzchen auf euren Gesichtern zu malen. Genau, auf euren Gesichtern. Und die Zeit läuft. Miau. Es geht los. Okay. Oh, ich liebe Kätzchen. Die Nase ist bereits fertig. Gleich fügen wir Schnurrhaare hinzu. Oh. Super. Und Ohren. Oh. Aus mir wird ein tolles Kätzchen. Ha. 5 Sekunden. Und ich bin fertig. Und ich mache mir Pfeile an den Augen. Und unbedingt ein Maul. Ich bin ein Make-up-Experte.
Sieh sie dir nur an. So unfair. Wenn sie eine Katze ist, erschrecken wir sie mit Wasser. Hm. Wir wischen ihr ganzes cooles Make-up ab. Oh ja. What? Nein, warum hast du das getan? Mein Make-up ist jetzt verdorben. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe eine Idee. Hey, Lilly. Irgendwie klappt es bei dir nicht so gut. Lass mich dir helfen. Try again. Okay. Hier und hier. Gut gemacht. Fertig. Du siehst einfach klasse aus. Ein echtes Kätzchen. Vielen Dank. Danke dir. Und die Zeit ist abgelaufen. Zeigt eure Gesichter. Oh nein, es ist sehr beängstigend. Und das ist ein totaler Albtraum. Sie sieht doch nicht wie eine Katze aus. Monika, du hast es besser gemacht als alle anderen. Ich muss dir diesen Süßen geben. Was für ein hübscher und süßer. Oh nein, ich glaube, ich bin allergisch. Das macht nichts, Monika. Wir werden uns um ihn kümmern. Ich glaube, ich möchte Donuts. Yes! Enid ist bereit zu kochen. Wendy hat den Teig zubereitet und Oma ist immer bereit. Dann geht's los. Ich habe meinen Teig schon vorbereitet. Vielleicht legen wir ihn in eine Form und bereiten leckere Donuts zu. Was für ein Leckerbissen. Wir schließen und warten, bis sie fertig sind. Und ich muss einen coolen Donutteig zubereiten. Wir haben hier einen Berg aus Mehl, schlagen das Ei da auf, kneten jetzt den Teig, bilden einen runden Donut und schicken ihn in heißes Öl. Und wir warten, bis er fertig ist. Und jetzt bin ich an der Reihe, Donuts zu machen. Wir gießen meinen Teig, der so schwarz ist wie meine Seele, ins Gerät. Und hier sind sie schon fertig. Es bleibt noch übrig, ein schreckliches Design zu erfüllen. Und ich muss meine Donuts mit Puderzucker bestreuen, damit sie nicht nur üppig, sondern auch süß sind. Ich muss meine Donuts aus dem Öl holen und süße Farbglasur darauf gießen. Und farbige Streusel kommen drauf. Oh, ups, es tut mir leid. Und wir sind fertig. Wir legen alles auf einen Teller und können es Baby geben. Wow, was für ein Leckerbissen. Ich möchte schnell die Donuts von Wednesday probieren. So lecker. Ich will die alle essen. Und was haben wir hier? Omas Donuts. Wow, lecker. Und was haben wir noch? Wir kommen zu Enids Donuts. Sie sind so bunt. Oh ja, sehr lecker. Aber ich denke, Wednesday gewinnt. Es war sehr lecker. Jetzt will ich Pommes. Sind alle bereit? Perfekt. Und es geht los. Oma, geben Sie mir bitte den Schäler. Er gehört definitiv mir. Und meine liegt hier. Oh, oh nein, was ist das? Jetzt können wir schnell mit diesen Kartoffeln fertig werden. Please. Oma, kannst du mir bitte helfen, die Kartoffeln herauszuholen? Oh, danke. Ja, hier sind deine Kartoffeln. Und jetzt schneiden wir alle Kartoffeln in kleine Stücke und färben alles in Regenbogenfarben. Perfekt. Es ist Zeit, sie in Öl zu werfen. Und es klappt. Ich werde sie in Form eines Regenbogens auf den Teller legen, damit es Kim sicher gefällt. Ich habe es so gut gemacht. Nice. Es ist perfekt geworden, Enid. Und meine Kartoffeln sind auch fertig. Oops. Vielleicht probieren wir sie. Oh, oder auch nicht. Wir legen sie in eine Form und gießen Ketchup darauf. Oma hat schon alles vorbereitet. Danke, danke. Oh, thank you. Und was ist mit Wednesday? Ich bin fast fertig. Ich muss die Kartoffeln auf einen Teller legen und sie mit der richtigen Farbe bemalen. Die schrecklichen Kartoffeln sind fertig. Nice. Enid, oh, okay, beruhig dich. Wow, wie viele verschiedene Pommes. Ich möchte alles unbedingt ausprobieren. Oh, die Regenbogenkartoffeln sehen so süß aus. Und jetzt bewerten wir den Geschmack. nicht schlecht. Okay. Und, was kommt als nächstes?
Das sind normale Pommes. Probieren wir sie aus. Wow, lecker! Und was ist hier? Schwarze Pommes? Ungewöhnlich. Probieren wir. Oh nein, das ist Mist. Aber Omas Pommes schmecken lecker. Oma hat gewonnen. Oma, schlaf nicht. Meine Zeichnung ist fertig. Ich habe so Lust auf Pasta. Perfekt. Und es geht los. Jetzt schicken wir die Spaghetti zum Kochen in eine Pfanne. Und ich mache meine Spaghetti selbst. Oh, ich möchte ihn genießen. Ups. Alles ist in Mehl. Verzeiht es mir. Ups. Und wir fangen an mit dem Kochen. Wir können ein bisschen mit den Eiern herumspielen. Oh, gut, eins ist auch genug. Wir kneten einen leckeren Teig. Schön. Jetzt müssen wir ein paar gleiche Kugeln daraus ausrollen. Und jetzt kommt das Interessanteste. Wir färben sie in alle ihre Lieblingsfarben. Jedes Stück kommt durch dieses spezielle Gerät und meine Regenbogennudeln sind fertig. Cool. Sind meine Nudeln schon fertig? Gut, wir müssen alles auf einen Teller legen. Oh nein, ich sehe nichts. Wo ist Ketchup? Ich muss ihn zu Spaghetti hinzufügen. Oh, ich habe ihn gefunden. Vielen Dank. Oh nein, ich bin voll mit Ketchup. Wir müssen alles schnell abwischen. Puh, jetzt sehe ich alles. Die Sehkraft ist wieder perfekt. Wir gießen Ketchup auf die Spaghetti und wir sind fertig. Wednesday, was hast du vorbereitet? Ich habe Spaghetti gekocht. Wir müssen sie auf einen Teller legen und schwarz färben. Oh, Ding. Danke, du hilfst immer. Und hier fehlt definitiv noch etwas. Was hast du mir gebracht? Das ist genau, was ich brauchte. Wir legen die Finger auf die Spaghetti und gießen etwas Ketchup dazu. Oh, das sieht so beängstigend aus. Oh ja, aber meine Nudeln sind auch fertig. Wir sind bereit. Was haben wir denn hier? Oh nein, diese Spaghetti sehen sehr beängstigend aus. Nein, nein, ich will sie nicht. Ich probiere lieber diese Spaghetti. Wow, so lecker. Und was ist hier los? Wow, Regenbogenpasta. Toll. Das ist unglaublich lecker. Enid, du hast gewonnen. Wirklich? Oh, danke, Schwester. Meine Zeichnung ist fertig. Ich möchte einen leckeren Kakao. Würdet ihr es für mich machen? Natürlich. Während du redest, fange ich bereits an zu handeln. Ich muss den Kakao und die Milch in einen Topf geben, alles gut umrühren und aufwärmen. Perfekt. Oma, du bist wirklich die Beste. Und was soll ich tun? Ich möchte Kakao aus Schokolade machen. Sie ist farbig und unglaublich lecker. Wir schicken die Schokolade in einen Topf und lassen sie schmelzen. Ich muss mehr Zucker hinzufügen, damit es sehr süß wird. Stop! Ah, na gut. Oma, ich lege nur ein bisschen hin. Siehst du? Ein bisschen Zucker. Hm? Schau sie nicht mehr hin? Gut, wir schütten den ganzen Zucker herein, damit das Kind sicherlich gefällt. Enid, ich habe mich doch nur kurz umgedreht. Das ist zu viel. Ah, wo habe ich aufgehört? Genau, ich muss etwas Milch einfüllen. Aber diese Flasche ist sehr schwer zu öffnen. Komm schon, geh auf. Nein, die ganze Milch ist auf mich geflossen. Ich glaube, so viel reicht für den Kakao. Mmh, es schmeckt. Was für eine leckere Glasur. Wir dekorieren das Glas, damit es Kim lecker schmeckt. Und wir füllen den Kakao ein, fügen das Schlagsahne hinzu und viele Süßigkeiten. Und ich bin fertig. Wie gefällt euch mein Getränk? Oh, vielen Dank. Danke, Oma. Oh, ihr seid so süß, dass es schon zu viel ist. Ich werde den Kakao in einem Glasschiedel servieren. Oma, wie geht es Ihnen? Haben Sie Angst? Also ein tolles Glas. Ich brauche Milch für den Kakao, Kakaopulver und ich füge etwas Blut hinzu. Ha, es ist doch nur ein Sirup. Jetzt gießen wir alles in ein Glas. Perfekt. Oben kommt eine Kappe aus schwarzer Creme und leckere Streusel. Und ich bin fertig. Wenn alle fertig mit dem Kochen sind, dann lass uns Kims Meinung hören. Mmh,
wie viele Leckereien. Ich möchte mit Wesley's Kakao anfangen. Er ist genauso rot wie meine Haare. Und das ist definitiv von Oma. Lecker. Und dieses Regenbogengetränk ist definitiv von Enid. Wow, wie lecker. Ich denke, es gewinnt. Eine schwierige Entscheidung. Aber Enid gewinnt.